Neulich hab ich sie gesehen, fing sie fast am Fenster. Papa kann das nicht verstehen, mein Sohn, du siehst Gespenster. Man kann sie niemals finden, man fängt sie niemals ein. Jedoch wer diese Fingsi sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch wer diese Fingsi sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch wer diese Fingsi sind, das ist ganz streng geheim. Die Tastatur. 5, 4, 3, 2, 1, bereit oder nicht, wir kommen! Und wo versteckt er sich dieses Mal? Tom Thomas! Juhu! Tom Thomas, du hast doch wohl nicht Omas Geburtstag vergessen, oder? Nein. Ups, hab ich. Haben dich gefunden. Hey, das ist nicht fair. Meine Mutter hat mich gefunden, nicht ihr. Dann versteck dich noch mal. Nicht jetzt. Ich muss eine Geburtstagskarte malen für meine... Oh! Meine Großmutter. Also, ich brauche einen leeren Bogen Papier. Wann hat sie denn Geburtstag? Morgen. Dann kommt deine Karte ja nicht pünktlich an. Oh, was kann ich denn tun? Komm schon, denk mal nach. Nimm das Telefon und ruf die an. Deine Großmutter wird sich sicher sehr freuen, deine Stimme zu hören. Nein, wir haben eine Tradition. Wir schicken uns Geburtstagskarten. Und wozu ist das Internet da? Warum schickst du ihr nicht einfach eine Online-Karte? Simka, du bist genial. Oh, diese ist cool. Dann leg los und schreib deine Nachricht. Der Buchstabe L geht nicht. Wie kann ich denn liebe Oma ohne L schreiben? Schreib einfach nur Oma hin, ohne das Liebe. Der Buchstabe O funktioniert auch nicht. Sieht so aus, als ob wir einen Paccomat benötigen. Einen Paccomat? Wozu denn? Na natürlich, um die schmutzig gewordenen Tasten zu säubern. Welche Tasten? Eine Taste auf einer Computertastatur funktioniert ziemlich genauso wie eine Türklingel. Wenn wir einen Türklingelknopf betätigen, berühren sich Kontakte in dem Apparat und dadurch fließt Strom, der wiederum das Klingeln verursacht. Und wenn wir eine Taste auf einer Computertastatur drücken, fließt elektrischer Strom von der Tastatur zum Computer und der jeweilige Buchstabe erscheint auf dem Bildschirm. Falls jedoch Schmutz die Kontakte daran hindert, dass sie sich berühren, kann der Strom nicht fließen. Die Cola, die ich getrunken habe. Und die hast du dir mit der Tastatur geteilt? Das ist der Grund, warum sie nicht geht. Wo kommen denn all die Krümel her? Ah, die sind von meinem Sandwich gefallen. Das wird wohl Ketchup sein von meiner Pizza. Oh, Nolik. Es sieht wohl so aus, als ob wir auch noch Pizza aufsammeln müssen. Die Fixies sind immer bereit, um Leuten zu helfen. Bei einigen Leuten haben wir aber gar keine Lust zu helfen. Ich weiß noch, als ich mal als Fixie in einem Haus gearbeitet habe. Es war eine Katastrophe. Eines Tages kippte der Hausherr Tee über die Fernsehbedienung. Während ich loslief, um sauber zu machen, fing er an, den Fernseher mit seinen Fäusten zu behämmern, weil sich die Kanäle nicht wechseln. Jetzt war der Fernseher auch Schrott. Naja, dann entschied er sich dazu, Musik zu hören und riss die Musikanlage rücksichtslos zu Boden. Er versuchte, sie dann zu reparieren und zerstörte sie unabänderlich. Anschließend setzte er sich auch noch aufs Telefon. Währenddessen versuchte ich, den verschütteten Tee auf der Fernbedienung sauber zu machen. Bei diesem Kerl bekam ich weder Schlaf noch Ruhe. Am Ende hielt ich es einfach nicht mehr aus, also machte ich mich aus dem Staub. Jetzt bin ich hier und unterrichte Kinder. Tom Thomas, warum isst du am Computer? Ja, bekommst du in der Küche nicht zu beißen.
Jetzt weiß ich's. Es ist verboten. Du sagst es. Schreib jetzt die Nachricht. Und vergiss nicht die Adresse, ja? Aha. Mama, kannst du mir die E-Mail-Adresse von Oma geben? Oma hat gar keine E-Mail-Adresse. Wie jetzt? Haben wir die Tastatur umsonst repariert? Nein, nicht umsonst. Und meine Oma? Werde ich gleich mal anrufen. Ihr habt doch aber diese Tradition. Ihr schreibt ja gegenseitig Karten. Na und? Oma wird sich freuen, meine Stimme zu hören. Welch eine originelle Idee, ha? Huh? Die Lichterkette. Wir sind fast fertig. Ja! Yeah. Nun kann der Weihnachtsmann ja kommen. Er wird sagen, 1, 2, 3, Lichterzauberei. Und dann gibt's Geschenke. Der echte Weihnachtsmann? Ja, na klar. Existiert der Weihnachtsmann überhaupt? Ihr werdet das sehen. Er kommt zu mir, wie jedes Jahr. Okay, lasst uns das üben. 1, 2, 3, Lichterzauberei. Hä? Oh, die Lichterkette ist durchgebrannt. Und wir haben keinen Ersatz. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist gleich da. Ist der Baum fertig? Nein, noch nicht ganz. Oh nein, oh nein, was sollen wir nur tun? Bin gleich zurück. Tom Thomas, was denkst du? Gibt dir der Weihnachtsmann auch Geschenke, wenn der Baum nicht aufleuchtet? Bestimmt nicht. Ohne die Lichter passt das nicht. Es wäre nicht mehr magisch. Papus! Marcia, der Weihnachtsmann kommt gleich zu Tom Thomas, aber die Lichterkette am Baum ist voll durchgebrannt. Voll durchgebrannt? Wirklich? Die Glühbirnen einer Lichterkette sind miteinander verbunden. Zwischen ihnen ist ein Kabel. Wenn man eine Lichterkette anschaltet, fließt Elektrizität durch das Kabel und erleuchtet jede einzelne Glühbirne. Aber wenn eine der Glühbirnen durchbrennt, wird der Kreislauf unterbrochen und die Elektrizität fließt nicht mehr. Das heißt, nur durch eine kaputte Glühbirne gehen alle Lampen aus. Wenn man also eine Lichterkette reparieren will, ist das ganz einfach. Wechsle die kaputte Glühbirne einfach aus. Haben wir eine extra Glühbirne im Haus? Ich hol sie. Ich weiß, wo sie ist. Den Weihnachtsmann bitte auf. Wir brauchen etwas Zeit, um die durchgebrannte Glühbirne auszuwechseln. Wird gemacht. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist schon hier. Ho, ho, ho. Mama, warte kurz. Na dann, suchen wir mal die kaputte Glühbirne. Okay, Papus, los geht's. Die funktioniert. Vielleicht ist es die hier. Nein. Und diese? Die funktioniert. Dem Weihnachtsmann wird schon ganz heiß hier draußen. Moment! Simka, wie läuft's? Wir haben alle Birnen gecheckt, aber die kaputte war nicht dabei. Also wird dieses Jahr nicht so magisch. Okay, Mama, kommt rein. Ho, ho, ho. Hallo, Tom Thomas. Sag mir doch mal, warst du auch artig dieses Jahr? Warum brennen die Lichter am Baum nicht? Lasst es uns zusammen sagen. 1, 2, 3. Autsch! Papus, da ist noch eine Glühbirne. Da ist ja der Übeltäter. 1, 2, 3. Lichterzauberei. Jetzt müssen wir diese Glühbirne auswechseln. Wo ist Marcia? Zeig dein Licht, oh Baum. Puh, das war echt schwer. Aber ihr habt sie ja schon repariert. Wo habt ihr denn die neue Glühbirne her? Papus ist als Glühbirne eingesprungen. Tidisch! Tidisch! Ah, ein echter Held. Zieh mich hoch, dann wechseln wir die Glühbirne aus. Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Schlagen Herzen schneller! Schöne Schachtel. Jedes Jahr von neuem im
Zur Weihnachtszeit.